Six All in the Mix, was geht ab? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade bei Decathlon am Alexanderplatz. Und ich habe ja versprochen, ne? Und ihr habt gespendet. Und ich habe versprochen, dass ich mit eurem Geld das Ganze kaufe. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Schlafsack, wie ihr seht gerade. Ja, bevor das Video beginnt, erstmal eine kleine Einleitung. Wir gehen uns jetzt einen Schlafsack holen. Ja, und den schön warm hält. Und ich habe zwar nur 50 Euro von euch erhalten, aber wir holen einen, der etwas teurer ist. Dann hat er auch was Vernünftiges, so, wenn es mal Minusgrade gibt oder irgendwie, keine Ahnung, jetzt. Jetzt im Moment sind 15 Grad in Berlin, aber trotzdem, wenn dann mal wieder die Zeit kommt mit 0 Grad, minus 5, minus 10, könnte es eklig werden. Also holen wir ihn ein Vernünftiges, legen etwas ein bisschen mehr rauf und wenn es ihm kalt ist, holen wir ein zweites. Ja? Wir werden ihn jetzt auf jeden Fall öfter mal besuchen gehen. Ja? Aber jetzt erstmal will ich ihn auch nicht mehr auf den Sack gehen. Ich hole ihn jetzt in den Schlafsack und wir machen uns natürlich auch auf die Suche auf neue Leuten, denen wir auch noch helfen können. Ja? Der Marius ist ja jetzt erstmal wirklich sehr gut bedient. Ja? Ab und zu stecke ich noch mal ein bisschen Geld rein. Stecke ich ein Geld zu. Ohne Kamera gehe ich auch öfter mal vorbei, gebe dir ein bisschen was, damit er auch so ein bisschen was machen kann. Wieder essen kann, nicht immer nur schnorren kann, muss. Und ja, komm, wie quatscht ihr so lange da rum? Six all in the mix. Wir gehen jetzt nach vorne und kaufen diesen Scheiß. So, wir haben uns jetzt für das Ding entschieden hier. Wir haben uns entschieden, Freunde, 80 Euro knapp. Aber dafür bis zu minus, also steht minus 5 bis zu minus 10 Grad. Das wird ausreichen. In Deutschland ist ja heute auch nicht mehr so krass im Winter. Ja, vor allem in Berlin nicht. Gut, wir holen uns jetzt ganz kurz das Ding an der Kasse. Zahlen wir kurz. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Zu den Kassen. Ach, guck mal, so ein Selbstbezahlsystem. Bald gibt es wirklich keine Kassierer mehr. Herzlich willkommen in der Zukunft. Jetzt hat Marius einen riesen fette, riesen dicken Schlafsack. Einen sehr, sehr warmen sogar. Ich erinnere mich noch, dass sein Ding kaputt war, schon halbwegs. Und ich glaube, er wird sich freuen. Ja, das war natürlich nicht das letzte Mal, dass wir ihm geholfen haben, aber ich werde natürlich jetzt, ich werde mir auf den Weg machen und noch ein paar andere Leute finden, die vielleicht meine Hilfe brauchen. Ja, also immer wieder mal neue Leute mit reinbringen. Und das ist ja auch so gesehen eine kleine Verpflichtung. Ja, überall, wo ich jemanden finde, werde ich dann auch weiterhin unterstützen. Klar werde ich ihm keine 1000 Euro geben können immer, aber so ein paar, wenn es so 1-200 Euro im Monat sind, ist das nicht schlimm. Wozu mache ich den ganzen Scheiß mit Social Media? Der verdient sich ja dafür da. Ja. Marius habe ich auch als sehr, sehr guten Freund dazu gewinnen können. Ist ein richtig cooler Typ. Abgesehen davon hilft ihr mir ja auch. Ja. Und ich halte euch immer auf den Laufenden. Wenn ich meine Straßenvideos mache, werde ich auch die ganzen Obdachlosen mit einbinden. Und solange ihr was zuschickt auch noch dazu, unterstützt ihr mich ja auch damit. Also ihr stärkt mir den Rücken, dann kann ich es auch an die Leute weitergeben. Ihr schickt mir mehr zu. Und ich hau auch mehr raus. Weil ganz alleine wäre es natürlich schwieriger. Ja. Aber wenn wir hier von ein paar hundert Euro im Monat sprechen an die Leute, die man helfen kann, ist okay. Bei euch handelt sich das vielleicht nur ein paar Euro. 10, 15 bis 50 Euro. Ja. Wenn ihr das pro Person so einrichtet, dann kann man auch sehr viel machen. Weil die Kraft liegt ja bereits bekannt Power in the People zusammen und nicht alleine. Ja, alleine kann ich halt wenig ausrichten, aber wenn wir 100 Leute einen Zehner spenden, dann können wir auch eine Menge machen. Ja, das ist eine gute Summe, um Leuten zu helfen. Darum ist auch mein PayPal-Link jetzt auch unten in der Infobox und unter den Kommentaren. heyj6@gmail.com zusammengeschrieben. Tut euch keinen Zwang an und gebt und schickt, was ihr schicken könnt. Und wir sind ja schon auch im Steglitz. Steht irgendwie seit 10 Minuten, 5 Minuten drauf. Aber gut, irgendwann werden wir hier ankommen. Nur noch eine Station von Marius entfernt. Wie versprochen, der Schlafsack. 80 Euro, dann habe ich meinerseits nochmal 30 dazugegeben. Das heißt, den Rest muss ich dazugeben. Und was ich natürlich auch sehr gerne gemacht habe für Marius. Ich bin gespannt, ob er schläft oder ob er noch irgendwie, keine Ahnung, wach ist. 4 Minuten steht drauf. Ja, wir sind jetzt in Steglitz. Wir gehen jetzt dahin direkt zu ihm, geben das ab. Und dann werden wir mal sehen, was er so sagt, wie er drauf ist. Und ob er auch wieder ein bisschen getrunken hat. Ja, er ist ja leider Alkoholiker, schwerer Alkoholiker. Der trinkt täglich eins bis zwei Flaschen Wodka. Und diese Wodka ist mindestens ein Liter. Und das ist natürlich bitter. Gut, wir wollen aber nicht verurteilen. Ich habe meinen Teil dann gemacht, habe abgegeben. Und was der Mensch daraus macht, ist natürlich ihm überlassen. Man kann Menschen nicht zwingen.
Ja, genauso wenig kann man die Menschen zwingen, sie von Drogen abzuhalten oder an Gott zu glauben. Ihr wisst ein bisschen, was ich meine. Ich habe mich auch öfter mal wiederholt mit der Message hier auch. Ja? Das ist eine Message. Ab und zu, wenn ich Dinge raushaue, sind auch viele Messages mit bei. Endlich sind wir da. Mal sehen, ob der liebe Marius auch hier am Start ist. Ah, wir sind am falschen Ende wieder raus. Das nervt mich so hart hier bei den U-Bahnhöfen. Das Problem war, jeder Ausgang hier gleich aussieht. Ich müsste mir mal ein bisschen lesen, die Straßen lesen. Und mir mal merken, wo es wirklich in die Richtung rausgeht, wo er mal sitzt. Einmal quer durch die U-Bahn. Und diesmal kommen wir ihm direkt frontal entgegen. Ja, ich glaube, der schläft schon, aber wir gucken mal. Oh Mann, es handelt sich nur noch um wenige Sekunden, Freunde. Ich sehe jetzt bis jetzt nichts. Oh Mann. Aber ich glaube, der ist da, ja, der ist immer da. Neuer Schlafsack, mein Lieber. Oh. Oh, der ist nicht mehr da, Freunde. What the fuck? Der ist nicht da. Oh, der ist jetzt direkt auf der Straße, Freunde. Das ist schon hart. Marius. Marius, это я. Wie geht's? Fuck, bro. А почему ты тут спишь? Warum bist du hier? Сегодня пришли BVG. Ah, BVG, ja? Ich verstehe. Lass es mal kurz zum Licht. Okay, Marius. Also die haben ihn gerade hier mit der BVG. Die BVG hat zu ihm gesagt, er soll von da weggehen. Er soll jetzt hier zur Seite gehen, ja? Gut, ich lasse ihn jetzt hier sitzen, der ist auch wieder angetrunken. Und Marius, wie versprochen, so geliefert. Oh, danke. Das ist deine neue, ja? Schlafsack. Ja. Er ist auf jeden Fall besser als deiner und ist auch wärmer als deiner. Ach so. Kannst du benutzen. Okay. Minus 5. Oh. Minus 10, можно. Oh, also. Also gut. Er hält lang, also der hält richtig bei der Kälte auch, ja, weißt du? Ja, ja, ja. Die Benata, wo du nicht schön im Boot? Was du nada nicht schön, ne? Ach, guck mal. Du kaufst für mich Schuhe. Schuhe. Ah, echt, ja? Ja, zum Sarah. Oh nein, Bruder. Ja, normal sprechen. Scheiße. Er ist da gucken. Kurwa, wo ist meine Schuhe? Er hat gerade gesagt, sie haben ihm seine Schuhe geklaut. Egal, Bruder, Primark, 20, 30 Euro. 20, 30 Euro ist nicht viel, Bruder. Ist okay, ist sowieso Primark. Aber wer hat geklaut? Hast du gesehen? Nee, er hat Platz, gucken. Achso, Tini Video war, wer das war? Nee, ich dachte, überleg mal, Freunde, was für ein Mistschwein musst du sein? Nein, Schule. Um ihm die Schuhe zu klauen noch dazu. Aber für normal, alles andere hast du, da? Für jetzt. Ja. Stani jetzt. Ja, ja. Okay, Handschuhe. Von wem hast du die Handschuhe bekommen? Nee, ja, hast du eine Stück. Ah, okay. Okay. Aber почему ты не одел туфли, потом вот эти выкинул просто? Neue. Hättest du diese weggeworfen, hättest du neue angezogen? Okay. Ja, man sieht, er hat halt ein richtiges Alkoholproblem. Guck mal. Mhm. Ja, ich. Alkoholproblem. Ich fahre nach Friedrichstraße. Friedrichstraße, ja. Ich kaufe ein Bier. Ja. Er ist zur Friedrichstraße gefahren, Bier kaufen. Das Pick. Pick. Gucken dann. Mhm. Ja, trink ein Bier. Ja. Nein, Bier. Ah, Bier auch geklaut, ja? Du warst im Stretchen Priecho. Da. Er ist das allererste Mal nach Deutschland gekommen, 1983. Da war er noch jung, hat Fußball gespielt und dann haben sie ihn beim Fußball nicht angenommen. Hat er auf Germanio gespielt? Da, da, Dimitz. Dimitz? Ja. Tvoje ime? Nee, nee, Gorat Dimitz. Ah, Gorat Dimitz. Da. Okay, это в Польше? Нет, ту. Тута, Dimitz. Da, mi, mi. Du warst überall, die Visierbuch. Er erzählt gerade, er war in Paris, in Stockholm, Amsterdam. Madrid, Barcelona, okay. Lisbona. Mich regt das so auf, dass seine Schuhe geklaut worden sind. Alles Europe. Die Visier wie Europe. Jo. Roma. Roma auch. Jo. Also Rom war ja auch. Also dann drei Tage. Okay, mein Lieber, es tut mir natürlich leid, ne? Alles Gute, Bruder, danke nochmal für die Info. Okay. Du hast jetzt einen Schlafsack, ne? Mach das auf, Bro. Mach das auf
und benutzt das, damit keiner klaut. Чтоб никто не украл. Mach das auf. Открой и одевайся. Okay? Ja. Mach's gut, Bruder. Bis zum nächsten Mal. Ich komme auf jeden Fall nochmal. Ich komme auf jeden Fall nochmal und gucke auf dich. Ja? Ja. Ja, es tut mir natürlich leid. Der Kollege wurde jetzt hier sozusagen weggeschickt. Von hier aus. Hier kann er aber noch trotzdem seine Sachen abstellen. Ihr seht, Klopapier, Wasser, ein bisschen Kleingeld, was die Leute ihm auch geben, ab und zu. Dann hat er hier noch ein bisschen Schokolade, ein bisschen Zucker. Dann Getränke hier noch ein bisschen und so. Und er darf laut der BVG nicht mehr hier sein, deswegen ist er jetzt da drüben. Was mich natürlich traurig macht, dass ihm die Schuhe geklaut worden sind. Also die haben die Schuhe geklaut von ihm. Und er hat 80 Euro innerhalb von 2 Tagen ausgegeben. Ich habe ihn gefragt, wie er das gemacht hat. Aber er hat es mir nicht gesagt. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr schwerer Trinker. Helfen werden wir weiterhin, klar. Ich danke natürlich auch euch, jeden Einzelnen. Ich dachte, da saß gerade jemand im Auto. Ich danke natürlich jeden Einzelnen von euch. Er hat jetzt einen Schlafsack. Die Schuhe wurden ihm geklaut. Hosen hat er noch. Socken hat er noch. Geld hat er eigentlich noch gehabt. Ich werde da nochmal gleich los, ihm Geld holen. Und aber ich kann jetzt auch nicht mehr so viel von mir aus die ganze Zeit ballern. Ich werde ihm jetzt mal vielleicht mal einen Fuffi geben. Er hat zu mir gesagt, dass er nicht so verschwenderisch ist. 2 Tage 80 Euro. Ich habe ihn gefragt, wohin ist das Geld? Wurde dir geklaut? Nein. Was ist damit passiert? Er sagt, trinken, essen. Essen ist okay, trinken auch, aber Alkohol? Er hat mir noch gebeichtet, dass er seine Alkoholdosis erhöht hat. Also er hat seinen Alkohol erhöht, sein Pegel ist erhöht worden. Der konnte gerade kaum stehen. Ich meine, steh mal kurz auf, lass mal ins Licht. Der ist aufgestanden, hat sozusagen getaumelt, gewackelt. Seine Beine sind fast gebrochen, durchgebrochen. Ich habe zu ihm gesagt, komm, setz dich hin. Du sollst nicht laufen. Ja, der hat jetzt nicht mal 3 Meter geschafft. Geschweige von normal laufen. Ich habe dann zu ihm gesagt, komm, bleib da sitzen. Ist alles okay. Ich habe ihn gefragt, was hast du heute getrunken? Er meinte, 3 Wodkaflaschen. 3 Wodkaflaschen. Aber trotzdem, das sind keine 80 Euro. Er hat die billigste der billigsten Marken, die er trinkt. Diese Wodkaflasche kostet 3,50, 4 Euro Maximum. Und ja, ich bin maßlos traurig. Ich bin traurig, dass ein Menschenleben so kaputt gehen kann. Und er hat mir erzählt, dass er weltweit unterwegs war, auch in Europa überall war. Er hat viele Sachen gesehen. Er ging in Polen zum Bund. Er war Fußballspieler als Jugendlicher. Kam nach Berlin. Er war das allererste Mal 83 hier, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ja, schon heftig, Bruder. 3 Pullen am Tag ist schon zu krass. Also ist schon viel. Ist schon sehr, sehr viel. Ich glaube, da kommt er auch nicht mehr so einfach raus. Und das tut mir natürlich auch leid, so. Ja, das tut weh. Das tut weh auf jeden Fall, der arme Typ. Und was soll ich sagen, Freunde? Ach ja, das ist zwar nicht wichtig, aber er hat mir erzählt, dass sie ihm meine Wellensteinjacke auch geklaut haben. Also Berlin ist schon ekelhaft. Ich glaube, Berlin ist einer der größten Kloaken Deutschlands, wenn es darum geht. Und ja, die Jacke war knapp 300, 400 Euro, weiß ich gar nicht mehr. Eine Wellensteinjacke in Weiß. Wahrscheinlich haben das die Jugendlichen online gesehen und ihn sofort ausgezogen, als er geschlafen hat. Was soll ich euch dazu sagen, Freunde? Das ist es eben in Berlin, ist halt so, ja. Hätte mir vorher noch bewusst sein können. Ich hätte mir vorher noch mal Gedanken machen müssen. Ja, das war meine alte Wellensteinjacke. Was heißt alte? Vom letzten Jahr, die letzte Saison. Die war noch so gut wie neu. Ich habe die kaum angehabt. Ja, es ist sehr bitter, wenn man das Leben auf der Straße entdeckt und mit Leuten zu tun hat, die aus der Straße kommen, von der Straße kommen. Und ja, der arme Typ, seine Jacke ist auch weg. Seine Schuhe sind auch weg. Ich muss mich aber auch hier nicht aufregen. Mir fallen dazu keine Worte ein. Es gibt halt so richtig eklige Missgestalten auf der Welt. Es ist so. Ich kann das nicht ändern. Die Klamotten sind weg. Was sie übrig gelassen haben, ist ein, zwei Paar Jeans. Geld war ja schlau genug, hat es in seinem Versteck gehabt und davon gelebt. Ja, aber trotzdem nochmals. 80 Euro in 2 Tagen, das schaffe nicht mal ich. Egal, was ich mir was zu essen kaufe, wenn es nur ums Essen geht, ja, also... Schwierig. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Das ist wahrscheinlich auch mein Vorteil. Ja, ich nehme keine Drogen. Und gut, er nimmt auch keine Drogen, aber er trinkt halt sehr, sehr viel.
Ziel ist, Leuten zu helfen, wo man nur kann. Und Marius ist ein alter Hase, der macht das schon lange auf der Straße. Der ist jetzt 12 Jahre auf der Straße. Das war's dann auch schon mit dem Video, Freunde. Six all in the mix. Jacke weg, Schuhe weg. Hauptsache er lebt noch. Es gibt noch viel, viel schlimmere Fälle, was mit Obdachlosen gemacht wird. Ja, aber wir sind hier auch in einer guten Gegend. Eigentlich könnte man sagen, es ist eine gehobene Gegend hier, Steglitz, Alter. Hier gibt es keine Penner, aber hier gibt es doch Leute, die einen Obdachlosen beklauen. Ich meine, wie kann das sein so? Wenn du nachts ruhig schlafen kannst, stark. Gut für dich, aber das ist hart. Ich glaube, das ist die unterste Schublade. Meiner Meinung nach. Ich bin sehr enttäuscht, aber nicht von ihm aus. Er kann nichts dafür. Wie gesagt, hin und wieder mal ein Update auf Instagram-Story. Und ab und zu mal wieder auch ein YouTube-Video mit ihm. Klar, wie ich ihn aushelfe. Aber jetzt muss ich auch ganz klar auch andere Dinge machen. Und ihn natürlich nicht dabei benachteiligen oder vergessen. Ich werde jetzt auch mal privat herkommen öfter. Wie vorhin schon erzählt. Und ihn einfach mal unter die Arme greifen. Ja. Und ja, das Straßenleben ist nicht einfach. Ihr seht, wie schwer das Ganze ist. Für ihn auch. Das bricht mir das Herz. Aber das Leben ist leider so. Man kann ihm nicht helfen. Ich habe ihm eine Wohnung angeboten. Ich hätte auch jemanden, wo er arbeiten könnte. Habe ich auch schon vorher gecheckt gehabt. Alles. Eine reine Stube, so er kann rein, wirklich rein und warm und sauber. Er will nicht, er will dieses Leben auf der Straße unbedingt. Er meinte, nee, ich fühle mich unwohl, ich will nur auf der Straße schlafen, nirgendwo anders. Ich meinte, aber überleg sie doch, vielleicht willst du das nicht. Vielleicht willst du noch deine Ruhe. In deinem hohen Alter willst du vielleicht noch abschalten, irgendwie vielleicht Fernseher schauen. Aber er meinte, nein, Fernseher würde mich schneller töten, meinte der. Ich brauche dieses harte Leben, hat er mir gesagt, auf Russisch. Ich meine, Bro, du entscheidest, jeder einzelne Mensch entscheidet bis zum Schluss. Alles klar, ich kann dich nicht zwingen. Er meinte, du kannst mich auch nicht zwingen. Gib mir jede Woche ein bisschen Geld. Alle paar Tage. Jeden dritten, vierten Tag ein bisschen Geld. Ein bisschen Zigaretten, mehr brauche ich nicht von dir. Wir werden natürlich seine Entscheidung respektieren. Ich habe sogar das Gefühl, dass er das Geld nicht von ihm geklaut worden ist. Ich habe nur so ein Gefühl, ich will ihn nicht verurteilen. Und die Jacke auch nicht geklaut worden ist. Und die Schuhe auch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass er das alles verkauft hat. Und die 100 Euro letzte Mal, als der Freund angeblich irgendwie Zigaretten kaufen gegangen ist und dann mit dem Geld verschwunden ist, ist auch erfunden, glaube ich. Der ist gar nicht mal so dumm, wie er tut, aber es ist okay. Ein Marius darf mich ruhig verarschen, weil der hat es wirklich schwer. Er darf sich Geld verdienen und alles vertrinken. Ich glaube nämlich, dass er sich alles in Geld umgewandelt hat und alles versoffen hat. Also er ist wirklich, er trinkt richtig hart, ne? Also der ballert richtig. Und 3-4 Flaschen am Tag. Er lügt, er hat mich angelogen, dass er eine Flasche am Tag trinkt oder zwei. Der trinkt viel, viel mehr. Der ist nonstop benebelt, nonstop betrunken, betäubt. Und gerade eben, jetzt verstehe ich, warum er nie aufstehen wollte. Der kann keinen Schritt geradeaus laufen. Wenn er mal nüchtern ist, ist es morgens, hat er mal gesagt. Und morgens geht er schnell mal seine Sachen erledigen, aber dabei sippt er schon das Wodka. Dabei trinkt er schon den Wodka, wenn er schon läuft. Und dann sagt er kurz davor, bevor er schon nicht mehr laufen kann, kommt er sofort wieder an seinen Platz. Und hofft dann immer, bis dahin alles erledigt gehabt zu haben. Ja, ist bitter. Sein Schicksal ist sehr bitter, Freunde. Es gibt aber kein Schicksal. Man hat alles selbst in der Hand. Ich weiß, es ist einfach zu sagen, wie ich es gerade spreche, aber... Scheiße, Bro.